So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin 108 mit einer limitierten Karte der Lego Ninjago Serie 8 Next Level oder 8,5, wie ich dazu sage, die LE 5 müsste das sein. Und dazu die erste Dame in Ninjago Haus, also die jetzt auf dem Magazine. Gab es schon mal, ist schon lange her. Und jetzt eben so ein bunte, krillige von den neuen Lego Ninjago Sets ist hier. Und ich finde sie mega cool. Hätte mir natürlich eine andere Farbe gewünscht. Kommen wir aber gleich zu. Die limitierte Karte. Schaut mal, wie die angeklebt ist. Seht ihr das? Da ist die ganze Karte schon dahin. So viel Kleber dran. Ich hoffe, euch ist es nicht passiert. Schaut das mal hin, dass die ganze Karte so zerrissen ist. Meine Güte, ist das wieder ärgerlich. Muss ich mir dann, okay, kommen eh schwachsinnige Videos. Aber egal, trotzdem, passt auf an den Kleber. Das ist immer wichtig. Deswegen, ich bin immer noch derjenige, der immer noch sagt, innen rein. Aber nichtsdestotrotz blättern wir natürlich jetzt in das neue Lego Ninjago Magazin 108 drin rum. Und freuen uns, was nächste Mal ist. Ich weiß es ja schon. Sollte eigentlich jetzt schon sein, dass wir sie komplett haben. Aber andermal zu. Ihr seht, Rätselspaß. Die neuen Boosterkarten boxe ich natürlich auch immer wieder an. Habe ich jetzt erstmal ein Multipack wieder geöffnet für euch. Comicbeilage. Ihr seht es schon. Mit den neuen Ninjago-Sets. Neuen Bösewichter. Mega cool. Ich habe auch wieder einige hier davon. Ich muss auch demnächst wieder meine Armee weitermachen. Haben wir hier. Ein Poster, zwei Seiten. So, ihr seht schon, 1, 2, 3, 4 coole Bösewichter. Daraus baue ich ja gerade meine Armee. Da habe ich auch endlos welche. Auch in der Polypack sind die ja drin. Die sowieso und den ist er der neue gewesen. Muss ich mir auch eine kleine Armee von machen. Und ja, Kais neuer Drache. Ja, Kais neuer Drache. Hier bestellen, Jahresabo machen. Comicbeilage geht weiter. Auch ein netter weiß-blauer Drache. Hier sind die Damen in das Spiel. Ich muss sagen, die hat irgendwie das Grimmigere. Die gefällt mir besser. Ja, Ninjago-Sets. Werde ich natürlich irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir auf Seite 34. Das bedeutet, ihr seht, was nächstes Mal da drin ist. Es ist mal wieder ein Ninjago. Der Grüne, der fehlt noch. Aber das Schwert ist mega. Muss ich echt lassen. Dachte ich erst, wäre jetzt drin, aber kommt am 28. November. Jetzt ist ja sie drin. Und die bauen wir jetzt zusammen. Cooler bedruckter Arm, der goldene. Also, das ist schon zu schade für sie, weil den an den goldenen dran machen sieht schon viel, viel besser aus. Meine persönliche Meinung, oder? Ich zeige euch den mal jetzt und dann sagt ihr mal was dazu. Zu den goldenen, der davor drin war, diese Bedruckung würde doch mega cool aussehen. Oder was meint ihr? Der den hat, der weiß es, der kann genauer was sagen. Sieht mega cool aus. So, dann kommt dieses Teil dran. Dann kommt das Gesicht. Und jetzt kommt die Frise.
So, dann haben wir natürlich das Schwert oder der Säbel. Zack. Zack. Die Spitze dran. Also der Arm, der ist wirklich mega cool, der goldene. Da bin ich wirklich, wenn ich da schwachsinnige Videos von mache, von ihr, vielleicht auf allen beiden Seiten der weiß-blaue und da der bedruckte Arm, der kriegt jemand anders wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt die Ninjago-Rin aus das Magazin 108. Hat eine nette Bedruckung, ihr seht es selber. Relativ cool. Wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Habt ihr sie selber schon? Könnt ihr euch die als kleine Armee vorstellen? Und wie ich, weißer Arm auf die Seite, der bedruckte Arm kriegt ein goldener Bösewicht. Meine Meinung. Aber nichtsdestotrotz, ich werde euch irgendwas von Lego Ninjago Sets unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig. Vielleicht, wo sie hier noch bei ist oder eine andere. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr das Magazin findet. Die neue Minifigur, wie ihr die Idee findet, mit die Arme tauschen. Aber nichtsdestotrotz, das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.